Willkommen bei Motorwoche. Es ist endlich soweit. Wir haben einen Tesla Model 3 zum Testen. Da steht er schon. Und ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Los geht's. Das Ford Model T, der Volkswagen Käfer und das Tesla Model 3. Eines haben sie alle gemeinsam. Alle haben die Autowelt verändert. Das meistverkaufte Elektroauto dieses Jahr ist der erfolgreiche Stromer im Format einer normalen Stufenhecklimousine. Seit 2019 wird der Tesla in Deutschland angeboten. Das Design orientiert sich an Model S und X, wirkt aber eher unaufgeregt. Highlight ist das große Glasdach und der minimalistische Innenraum. Prägend ist dabei der 15 Zoll Bildschirm, an dem alle Informationen angezeigt werden. Wir fahren die mittlere Ausführung Long Range, die bis zu 496 PS auf alle vier Räder loslässt. Die Dauerleistung liegt dabei bei 208 PS. Maximal 560 Newtonmeter erreicht der Model 3. Standardmäßig beschleunigt der Long Range in 4,4 Sekunden auf 100 km/h. Optional schafft er es sogar in 3,9 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 233 km/h. Der Akku bietet eine nutzbare Kapazität von 82 Kilowattstunden. Das soll gut sein für 614 Kilometer. Der Verbrauch wird mit 16 Kilowattstunden angegeben. Das Tesla Model 3 gibt es ab 42.990 Euro. Unser Testwagen beginnt bei 51.990 Euro. So Leute, endlich ist es soweit. Wir sitzen in einem Tesla auf dem Kanal Motorwoche. Ich saß schon mal vor ein paar Wochen in einem Tesla, in dem von Jonah, wo ich aber nur so ein bisschen meinen ersten Eindruck vermittelt habe. Aber jetzt sitzen wir in einem Tesla und dürfen ein Review machen. Und das haben wir dem Autohaus Müller zu verdanken. Also erstmal, bevor es losgeht, ein Riesendank ans Autohaus Müller, dass sie uns den Tesla Model 3 hier zur Verfügung gestellt haben. Die haben ganz viele Tesla Model 3 und andere Tesla und Elektrofahrzeuge im Fuhrpark, die man dort leihen kann. Also sie vermieten die Elektroautos. Also wenn ihr mal sowas ausprobieren wollt oder auch einfach nur ein Auto braucht, mal für einen Monat, zwei Monat oder wie lange auch immer, meldet euch gern beim Autohaus Müller. Den Link dazu habe ich in die Kommentare gehauen. Ich kriege kein Geld dafür, dass ich das sage, aber die Leute dort sind super nett und ja, ich will mich einfach dafür bedanken, dass wir das Auto hier fahren und testen dürfen. Ja, Patrick, du sitzt zum ersten Mal in einem Tesla Model 3. Ja. Ja, in unserem Fall ist das hier jetzt das Tesla Model 3 Long Range. Darüber reden wir aber gleich. Bevor wir losfahren, müssen wir erstmal darüber reden. Ja, das ist ein 15 Zoll großes Display und das ist alles, was hier drin ist. Das ist Wahnsinn. Es ist sehr minimalistisch. Also so ein bisschen was fehlt mir, muss ich ehrlich sagen. Also so ein bisschen Ambiente, weil ich finde, gerade bei Dunkelheit wirkt das Auto wahrscheinlich innen sehr trist. Ja, du hast ein bisschen Beleuchtung im Fußraum. Ja, der Fußraum ist beleuchtet und auch die Türtaschen sind beleuchtet im Dunkeln. Okay. Ja, und ansonsten hast du wirklich nur dieses große Display. Die Beleuchtung im Fußraum und in der Türtafel hast du aber auch nur bei allen Dual-Motor-Modellen, also beim Long Range und bei Performance. Ah, okay. Ja, das Standard Range hat im Innenraum keine Beleuchtung. Also das ist dann wirklich nur der Display bei Nacht. Ist auch so ein Kritikpunkt, den ich im Internet jetzt des Öfteren gelesen habe, dass die Leute sich darüber beschweren, dass bei Nacht einem nur dieses helle Display anleuchtet und sonst hier gar kein Ambiente ist. Aber mich persönlich stört es nicht. Ich bin ein riesen Fan davon, dieses minimalistische, dieses Display. Und du hast eigentlich ja nur die zwei Tasten hier am Lenkrad. Ja? Und sonst hast du hier drin einfach gar nichts. Du steuerst alles über das Display und man steuert auch sehr viel über die Handy-App. Die wollte ich dir jetzt mal noch zu Beginn kurz zeigen. So sieht die aus. Ja, man hat das Auto dann auch da angezeigt, auch wenn man fährt, fährt das Auto in der App. Ja. Okay. Wenn man jetzt zum Beispiel hier was beheizen will und auf die Klimaeinheit geht, dann sieht man auch, ja, die Lüftung kann hier beheizt, also man sieht, die Lüftungsdüsen sind an. Ne. Man kann hier die Sitzheizung anstellen für alle Sitze. Du kaufst das Auto ja immer mit Vollausstattung. Ne? Du kannst im Konfigurator auswählen, ob du eine andere Farbe haben willst, welche Felgen du haben willst, 18 oder 19 Zoll. Und du kannst auswählen, schwarzer oder weißer Innenraum. Ja? Mhm. Dann kannst du zwar andere Sachen auch noch im Konfigurator auswählen, aber die müsstest du nicht auswählen, weil alle anderen Sachen kannst du rein theoretisch nachträglich über die Handy-App dazu kaufen oder wegkaufen. Okay. Also nicht wegkaufen, also dazu kaufen. Also, das Auto hat immer alles, auch die Sitzheizung auf der Rückbank. Ne? Aber zum Beispiel beim Standard Range musst du dir dann für, glaube ich, 200 Euro oder so nachträglich in der App halt aktivieren. Okay, krass, okay. Was ja natürlich auch für Tesla geil ist, weil es spart ja extrem viel Produktionskosten und extrem viel Stress bei der Produktion, weil ja alles gleich produziert wird. Ne? Und auch so Sachen wie den Enhanced Autopilot und so, kannst du einfach in der App dann freischalten. Und für Firmen ist das natürlich auch geil, weil wenn du dir so ein Auto als Firmenauto holen willst, versteuerst du ja den Bruttolistenpreis. Und den kannst du ja, indem du erstmal nichts ausstattest, super gering halten und dann dadurch, wenn du es später erst ausstattest, dir Geld sparen.
Was auch super geil ist. Naja, aber erstmal nochmal kurz zur App. Man kann natürlich auch alles wie die Klimatisierung und so weiter anschalten, wenn man noch nicht im Auto ist, ne, damit das Auto vorklimatisiert wird. Standort kann man natürlich immer sehen, ne? Und natürlich auch verschiedene Sachen wie Zeitplan, Sicherheit, alles drum und dran. Und Sicherheit ist zum Beispiel schon mal die erste coole Sache. Wenn ich da jetzt mal draufklicke auf Sicherheit, siehst du, da gibt es drei verschiedene Modi. Einmal den Wächtermodus, einmal den Valid-Modus und einmal die Tempobegrenzung. Wenn ich die Tempobegrenzung jetzt reinmache, könnte ich zum Beispiel für jemand, dem ich jetzt nicht zutraue, mit meinem Auto schneller als 140 zu fahren, eine Tempobegrenzung reinmache und der kann ich auch nicht rausmachen. Also das Auto fährt dann wirklich nur 140. Dann gibt es noch den Valid-Modus, der ist quasi dafür da, wenn du das Auto jetzt beim Hotel einem Pagen gibst, damit er das einpacken kann, damit er halt quasi nichts verstellen kann und sowas, ne? Und es gibt noch den Wächtermodus, das ist ziemlich cool. Der ist quasi dann immer aktiv, wenn du das Auto verlässt und wenn dann die Kameras, die ums Auto rum herangebracht sind, eine Bewegung aufnehmen oder sehen, ja, dann nimmt er das automatisch auf und speichert das ab. Das heißt, du kannst, wenn jemand dein Auto verkratzt oder so, immer später im System gucken, was passiert ist. Ne? Und genau, also man kann wirklich alles übers Handy bedienen. Man kann auch während der Fahrt, also wenn ich dir jetzt das Handy geben würde, könntest du während der Fahrt die Musik lauter, leiser machen, die Tracks skippen, alles drum und dran. Da merkt man schon, dass Tesla halt einfach aus dieser Software-Schiene kommt und dieses Game halt von der anderen Seite aufrollt. Nicht von der Seite von einem Autobauer, sondern von der Software-Seite. Und dass hier halt sich wirklich sehr viel nach Software und dem ganzen Kram richtet. Du kannst natürlich auch mit dem Handy das komplette Auto öffnen und schließen. Also es gibt so eine Karte, das ist die hier, ne? Das ist die Zugangskarte, die du quasi mehr oder weniger von Tesla kriegst. Die musst du auch für manche Einstellungen brauchst du die. Da musst du die hier unten an die Mittelkonsole musst du die dran halten oder halt außen an die B-Säule, um das Auto zu öffnen und zu schließen. Aber an sich brauchst du die im Alltag nicht. Im Alltag kannst du alles über das Bluetooth-Signal von deinem Handy machen und darüber wird alles gesteuert. Auf jeden Fall spannend zu hören. Ja. Im ersten Moment, wenn ich so auf den Bildschirm schaue, dann sieht das für mich aus, als wäre da ein iMac dran. Ein iPad. Oder ein iPad, ja, ein großes iPad. Sieht auch aus wie ein großes iPad, aber also mir gefällt das halt sehr gut. Du musst bedenken, dieser Bildschirm oder generell dieses System ist immer so ein bisschen zweigeteilt. Links hast du immer die Fahrinformation, das, was du quasi bei einem normalen Auto mehr oder weniger im Tacho hättest. Ne? Hier siehst du natürlich die Geschwindigkeit, die du fährst. Du hast immer das Auto abgebildet, jetzt im Parkmodus siehst du das Auto in dem Zustand. Mit einem Tippen auf die Haube könntest du vorne den Trunk öffnen oder mit einem Tippen hier auf den Kofferraum könntest du den Kofferraum öffnen. Oder du klickst hier zum Beispiel auf das Ladesymbol, ne? Und dann merkt der, okay, du willst jetzt laden, ne, und öffne dir das Ladefenster. Und da kannst du dann verschiedene Sachen machen, wie jetzt ein Limit einstellen, den Ladeanschluss öffnen, schließen, entriegeln, damit du den Stecker reinstecken kannst und so weiter und so fort. Oder wir würden jetzt einen Gang einlegen und dann würde er umswitchen und würde uns das Auto von einer anderen Perspektive zeigen für das autonome Fahren. Dazu kommen wir dann aber gleich, wenn wir fahren. Dann hast du natürlich hier rechts die Karte, ja, standardmäßig Google Maps Karte. Das Navigationssystem an sich ist von Tesla, aber das Kartenmaterial ist halt von Google. Das kannst du auch umschalten in diese Standardansicht, quasi ohne Bild, ne? Dass du nur die Straßenmaterialien hast. Du kannst ja hier den Verkehr ein- und ausblenden. Man sieht, im Saarland ist jetzt nicht viel Stau und nicht viel los. Aber wenn ich jetzt mal hier ein bisschen rauszoome, wo ist immer viel los? Paris. Dann hast du hier natürlich Verkehrsdaten, die da quasi dann mit diesen roten und orangen Strichen eingeblendet werden. Die kannst du dir, falsche Taste, die kannst du dann hier über die Ampel ein- und ausblenden, ne? Und über das untere Symbol kannst du dir alle Supercharger anzeigen lassen. Aber nur Supercharger? Nur Supercharger und Destination Charger, ne? Und ein paar andere Charger sind auch noch drin, aber nur ausgewählte Charger von Tesla. Ne? Also okay, aber jetzt im Saarland wäre jetzt zum Beispiel nichts. Ne, im Saarland ist kein Supercharger. Da ist jetzt nur hier so ein paar Destination Charger und ein paar andere Charger. Ne? Aber diese Destination Charger sind ja eher die langsameren, ne? Das sind LKW-Charger. Ah, okay. Ja, genau, also die quasi an der Hauswand irgendwo angebracht sind. Aber normalerweise, wenn du dich jetzt in Deutschland bewegst, ist eigentlich immer im Umkreis von 100 bis 200 Kilometer irgendwo ein Supercharger. Also wenn du von irgendwo hinreist, hast du also vom Saarland jetzt nach München und fährst mit voller Ladung los, hast du eigentlich auf dem Weg genug Supercharger, um zu laden. Aber du kannst ja auch bei jedem anderen Lader laden. Ne? Jeder normale Schnelllader, CCS, alles funktioniert. Das ist die Karte. Dann hast du hier unten dein Menü mit deinen verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Erstmal hier ganz kurz die Klimasteuerung. Auch keine Tasten mehr. Ne? Lüftungsverstellung funktioniert alles per Touchscreen. Ist auch ziemlich cool. Dann hast du hier die verschiedenen Modi, wenn du das Auto verlässt. Du kannst ihm sagen, die Klimaanlage soll anbleiben, ganz normal, wenn du das Auto verlässt. Dann gibt es den Hundemodus, wo er quasi auf dem Bildschirm, hast du bestimmt schon mal gesehen, dir anzeigt, mein Herrchen ist gleich wieder zurück, aber das Auto ist klimatisiert auf 20 Grad. Ne? Mhm. Und es gibt noch den Camp-Modus. Das ist, wenn du im Auto jetzt schlafen willst oder so, ne? Dass er dir quasi einfach die Klimaanlage
Klimaanlage weiterlaufen lässt. Genau, kannst du natürlich hier Auto einstellen. Du kannst plus minus die Lüftung selber einstellen, dann geht das Autosymbol aus. Und hier unten links kannst du dann quasi noch die Sitzheizung und die Lenkradheizung bedienen. Und du hast natürlich hier so ein paar Schnellwahltasten für die Sitzheizung des Fahrers und des Beifahrers und für die Temperatur zu verstellen. Kannst du einmal über die Pfeiltasten machen oder auch hier über den Schieberegler. Und dann kannst du natürlich Sync an, aus, kennt man ja von anderen Autos. Dasselbe gilt für die Scheibenheizung vorne, Scheibenheizung hinten und für die Lautstärke kannst du hier auch einfach dann über diesen Regler oder über die Plus- und Minus-Taste oder die geht auch im Lenkrad, ne, mit der linken Lenkradtaste kannst du auch hier die Lautstärke verstellen. Auf der linken Seite hast du dann das Autosymbol, da triffst du quasi alle Einstellungen, ne, für die verschiedensten Sachen, zum Beispiel beim Fahren kannst du hier Lenkmodus, es gibt ja keine Fahrmodi, es gibt quasi nur die Sachen, die du hier einstellen kannst und die speichern sich aber auf dein Profil ab. Okay. Sprich, du könntest jetzt sagen, okay, du machst dir einen komfortablen Modus, dann machst du die Beschleunigung auf lässig, Lenkmodus auf Komfort und speicherst das ab als komfortabel, ne? Und dann klickst du hier oben drauf, machst du auf komfortabel und dann ist quasi der Modus drin. Somit hast du aber eigentlich die Möglichkeit, unendlich viele Fahrprofile abzuspeichern. Mhm. Ne? Also quasi mit den Sachen, die du hier einstellen kannst. Dasselbe gilt für den Stopp-Modus. Halten ist derselbe Modus, den wir vom Polestar 2 kennen, dass wenn du vom Gas runtergehst, das Auto komplett stehen bleibt. Und hier Schlupfstart, das ist, wenn du quasi im Matsch oder im Schnee festhängst, kannst du das aktivieren, dass er dann quasi mit mehr Gefühl anfährt und dich quasi frei schaufelt. Ne? Dann gibt es natürlich noch verschiedene Einstellmöglichkeiten für den Autopilot, verschiedene Warnungen, Töne, Navigation, Sicherheit. Hier kannst du dann zum Beispiel auch nochmal den Wächtermodus aktivieren, was ich dir gerade vorhin gezeigt habe. Ne? Mhm. Und auch Dashcam. Das ist ganz geil. Du kannst nämlich zum Beispiel einstellen, dass wenn du hupst, er automatisch die letzten, ich weiß nicht, 60 Sekunden oder so, ne, abspeichert mit den ganzen Kameras, die du außenrum hast. Ne? Die kannst du auch hier einsehen. Ne? Das sind jetzt nur die Kameras quasi, die nach hinten schauen. Es gibt natürlich auch noch Kameras, die nach vorne schauen. Das kannst du dann alles abspeichern, wenn du halt hier bei Dashcam bist. Kannst du es aber auch immer manuell abspeichern. Also beim Hupen speichert er es quasi automatisch ab. Ne? Kannst du hier einstellen. Oder wenn du hier oben auf das Symbol klickst, dann speichert er auch die letzten Sekunden ab, damit du das immer als Beweismaterial mehr oder weniger hast. Ne? Dann kannst du hier bei Sicherheit alles Mögliche einstellen. Dasselbe gilt natürlich für Display, Helligkeit, ne? Verriegelung. Kannst du verschiedene Keykarten aktivieren und deaktivieren, verschiedene Rechte vergeben, wer mit seinem Handy das Auto öffnen, schließen darf. Beleuchtung auch dasselbe. Kannst du Nachleuchten einstellen, Deckenleuchten. Kennt man alles. Dann haben wir hier den Musik-Tab. Da kannst du das hier quasi einfach auch hochwischen. Hast deine verschiedenen Musikmedien, ne? Radio, kannst übers Telefon natürlich Musik abspielen. Es gibt kein Apple CarPlay. Okay. Ne, es läuft aber alles sehr synchron mit dem Handy. Also du kannst auch Anrufe und sowas alles über das Auto starten. Es funktioniert alles sehr gut, aber es ist ein eigenes System vom Auto. Also es gibt wirklich kein Apple CarPlay. Es funktioniert alles so über das Auto, aber es funktioniert sehr gut. Spotify mit drin beim Auto. Ne? Karaoke, hast du deine verschiedenen Lieder, dann läuft so ein Karaoke-Text ab. Können wir jetzt leider wegen GEMA nicht anmachen, aber ist wirklich sehr lustig. Tune-in-Radio, Tidal, alles Mögliche ist da am Start. Wie gesagt, hier kannst du dir die Kameras einblenden. Das geht auch beim Fahren. Ne, Rückfahrkamera. Hier kannst du den Scheibenwischer, die verschiedenen Modi einstellen. Das funktioniert aber auch, wenn du jetzt hier über den Seitenhebel irgendwas, nicht Blinker, sondern hier den Scheibenwischer irgendwie aktivierst oder deaktivierst, dann kommt dieses Fenster immer rein. Kannst du dir einstellen, wie der eingestellt sein soll. Und dann kannst du hier draufklicken, wie schon gesagt, Anrufe kannst du draufklicken, da kannst du deine ganz normalen Anrufe tätigen. Kalender, Kameras, haben wir schon gesehen, Energie. Da kannst du quasi sehen, was du verbrauchst. Ne? Wie du siehst, habe ich auf den letzten 50 Kilometer 18,8 Kilowattstunden verbraucht, was wirklich sehr gut ist. Aber man kann das deutlich tiefer noch fahren. Ja, ja, man kann den deutlich tiefer noch fahren. Was auch jetzt hier gerade spannend ist, er sagt, mit meiner Fahrweise haben wir eine Reichweite von 405 Kilometer. Wir sind hier bei 99%, da zeigt er mir Maximalreichweite an, 556 Kilometer. Mit meiner Fahrweise kommen wir 405 Kilometer, schätzt er. Mhm. Also das ist immer die geschätzte Reichweite und die maximale Reichweite, die du quasi, wenn du sparsam fährst, erreichen könntest. Ja. Aber okay, das ist schon sehr realistisch. Ich sag mal, 450 Kilometer ist auch noch realistisch, aber da kommen wir später nochmal zu. So, dann haben wir hier Energie, haben wir gerade gesehen, dann dieser Auflademonitor. Hast du schon gesehen, wo man dann alles Mögliche mit Aufladen einstellen kann. Dann hast du natürlich hier Web, ne? Kannst einen ganz normalen Browser, kannst du alles Mögliche eingeben, kannst du nutzen wie einen ganz normalen Browser halt. Und das geht Google über sein eigenes Internet? Das geht über das eigene Internet vom Auto. Und das musst du aber auch noch bezahlen, oder? Das ist erstmal for free, je nachdem, was du für ein Angebot kriegst. Und dann kostet es irgendwann, ich glaube, 9,99 im Monat. Genau, und dann hast du quasi da die Möglichkeit, alles zu machen. Browser, dann haben wir hier Unterhaltung. Das ist der lustige Tab, wo du quasi die ganzen Spiele spielen kannst und so, was du natürlich alles machen kannst, wenn du beim Parken, beim Laden bist. Ne? Muss halt immer der Parkknopf drin sein, also der Parkmodus drin sein. Dann kannst du die Spiele spielen.
beim Laden. Und das Geile ist halt, wenn du jetzt so ein Rennspiel spielst, dann steuerst du das Spiel halt wirklich mit dem Lenkrad und mit dem Gaspedal. Ne? Das ist halt schon wirklich ganz cool. Und dann gibt es halt hier noch Kino. Da haben wir natürlich die standardmäßigen Streamingdienste, Netflix, YouTube, Twitch. Da kommt bestimmt in Zukunft auch noch einiges dazu. Und dann kannst du einfach hier wirklich Fullscreen auf dem Bildschirm Netflix gucken. Meinst du, man kann in den YouTube-Daten, wo wir auslesen können, sehen, ob einer mit dem Tesla unsere Videos nee, da steht dann Sonstiges. Ach stimmt, da scheiße. Steht dann Sonstiges. Aber ja. Ne? Also man kann natürlich Videos hier gucken. Du klickst dann einfach auf YouTube, ne? Und dann kannst du natürlich jetzt hier einfach ein YouTube-Video starten und YouTube gucken. Und dann gibt's halt noch die Spielekiste. Das kennst du bestimmt auch. Das habe ich schon gesehen, ja. Dann kannst du dir das Furzkissen auf den Sitz legen, ne? Wenn sich ja jemand drauf sitzt. Oder du machst hier zum Beispiel Furz on Demand, dann kann ich das während dem Fahren einfach hier mit der linken Daumentaste aktivieren. Furzen beim Blinken geht auch und es gibt natürlich auch verschiedene Furztöne. Ist ja klar, Falky Heaven. Dann gibt es hier noch so ein Programm, wo du so Tracks und Beats mischen kannst. Okay. Ja, hier so ein Romantik-Lagerfeuer, dann knistert das so und dann kommt auch Wärme aus der Lüftung raus. Ne? Normaler Skizzenblock zum Zeichnen, dann kannst du ja hier einstellen, dass es so aussieht, als ob du auf dem Mars fahren würdest. Santa-Modus, das ist halt ganz geil, weil dann halt außen über die Lautsprecher... Außen? Ja, außen. Du kannst hier, warte, ganz oben über die Boombox, mal das Fenster ein bisschen runter, kannst du außen Sachen abspielen. Ne? Audioquelle abspielen zum Beispiel, das ist dann Musik. Okay. Spielt der Musik außen ab. Oder du machst halt verschiedene Hubtöne, wie zum Beispiel hier Cucaracha. Ist dann über einen Außenlautsprecher. Warum? Weil, warum nicht? Was war denn da noch? Warum DJ. Nicht? Sag mal, es wäre nicht geil. Okay, das ist echt so witzig. Das ist doch... Das ist das, was ich ja in dem Video mit Jonah auch schon gesagt habe. Du musst ja den Fahrer irgendwie abholen. Du musst ihm ja irgendwas bieten, irgendwas Lustiges und Emotionen aufbauen. Das macht Tesla halt damit. Und das war es eigentlich schon. Ne? Mehr ist, also man denkt immer, es ist so kompliziert, aber so kompliziert ist es eigentlich gar nicht. So, und jetzt fahren wir mal los. So, wir fahren den Long Range. Das bedeutet, wir haben einen Dual-Motor Tesla Model 3. Es gibt zwei Arten. Es gibt einmal den Single-Motor Tesla Model 3. Das ist quasi das Tesla Model 3 Standard Range. Das hat nur den Motor an der Hinterachse mit 325 PS dann. Und es gibt zwei Dual-Motor-Varianten. Das sind dann einmal die Performance-Variante und einmal die Long-Range-Variante. Wir fahren jetzt hier die Long-Range-Variante. Der Unterschied zur Performance-Variante ist eigentlich nur softwareseitig. Die Performance-Variante hat halt weniger Reichweite, dafür mehr Leistung. So wie das halt bei Elektroautos ist. Man muss halt immer diesen Kompromiss gehen zwischen Reichweite und Leistung. Und die Long-Range-Variante ist dann quasi das umgekehrte Gegenstück davon. Wir haben weniger Leistung, dafür mehr Reichweite. Und Leistung, kann man sagen, haben wir im Überfluss. Ja, der Long-Range hat somit 496 PS, die er maximal abrufen kann. Und die verteilen sich dann auf einen kleineren Motor vorne und einen größeren Motor hinten. Genau, aber im normalen Fahrmodus fährt er mit maximal 440 PS. Erst im Activation-Modus holt er dann die 496 PS, die er dann abruft. Und allgemein haben wir vorne 160 PS und hinten 280 PS. Genau, und der Performance hat dann vorne 210 PS und hinten 300 PS. Genau. Ja, die hinteren Motoren sind beim Performance und beim Long Range gleich, aber das Standardmodell hat einen anderen Motor. Was genau da anders ist, weiß ich nicht, aber ich habe herausgefunden, das ist nicht derselbe Motor im Standard-Range-Modell, der ist ein bisschen anders. Das Drehmoment ist natürlich auch sehr beeindruckend. Bis zu 560 Newtonmeter haut er hier auf die Straße und im normalen Fahrmodus sind das ungefähr 493 Newtonmeter. Das Ganze resultiert dahin, dass wir dann in 3,9 Sekunden auf 100 beschleunigen können. Ja, und der Performance kann das sogar in 3,3 Sekunden. Total verrückt. Ja. Und man merkt natürlich auch, wenn ich jetzt Gas gebe, wir sind jetzt in dem lästigen Modus, da passiert erstmal nichts, nicht viel. Aber wenn ich jetzt über mein Display hier bei Fahren in den Standardbeschleunigungsmodus und ich mache jetzt mal Lenkmodus auch auf Standard, ne, dann ist das natürlich deutlich sportlicher. Oh ja. Für ein Long-Range-Modell. Ne? Der Performance ist dann nochmal sportlicher. Da hat man dann schon auch so ein bisschen die Vibes wie beim e-tron und beim Taycan. Krass. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, was dann so ein Plaid S können soll. Ich habe letztens ein Video gesehen, ja. M5 CS gegen Tesla Model S Plaid. Also der M5 CS, der war platt, das ja. Kann man gar nicht vergleichen. Ja, aber auch nicht nur so ein M5, ne? Auch so ein McLaren 27S und so. Ne? Ja. Die werden ja wirklich echt hart abgezogen von den Autos. Ja. Das ist echt krass.
Vielleicht haben wir irgendwann mal die Chance, sowas zu fahren. Würde mich sehr freuen. Sehr cool, ja. Würde mich sehr freuen. Apropos fahren, wie fährt der Tesla? Und da muss man sagen, das ist tatsächlich seine größte Schwachstelle. Der Tesla fährt, ja, also jetzt gerade so im normalen Betrieb fährt das schon eigentlich ganz okay. Man merkt, es ist ein bisschen straffer, ein bisschen härter, wenn so die ein oder anderen Gullideckel kommen. Wir haben auch kein verstellbares Fahrwerk, das fährt immer gleich. Ne? Also wir können hier über den Modus irgendwie nichts anderes einstellen. Härter, weicher oder so, das ist immer exakt dasselbe. Wo man aber merkt, dass das Fahrwerk anfängt zu schwächeln, ist, sobald es etwas schneller wird und dann Impulse reinkommen. Ne? Also man fährt zum Beispiel über eine langgezogene Autobahnkurve mit 170, 180 km/h und auf einmal kommt eine Bodenwelle oder jemand zieht raus und du musst bremsen. Da merkt man, trotz tiefem Schwerpunkt, allem drum und dran, wird er da schon sehr unruhig und da ist es auch meiner Meinung nach so, dass man mit einem KW-Fahrwerk, was es für dieses Auto gibt, KW V3, definitiv das Auto extrem upgradet. Ja, also wenn ihr euch das Auto privat kaufen wollt, guckt euch das mal an, das KW-Fahrwerk. Bin ich bei John am Auto gefahren, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht jetzt hier zu dem Serienfahrwerk und ist auch laut KW, habe ich letztens die Info bekommen, das aktuell meistverkaufte Fahrwerk bei KW. Krass, okay. Ja, das ist echt krass. Das Auto ist ja generell aktuell super beliebt, ja. Die Lieferzeiten sind nicht so ohne, ja. Aktuell muss man, glaube ich, bis Mai warten, wenn man jetzt Stand Dezember einen bestellen würde. Dementsprechend ist natürlich dann Fahrwerk das Erste, was viele machen in dem Auto. Und da KW da die beste Lösung meiner Meinung nach aktuell anbietet, verkaufen die dafür dieses Auto aktuell Fahrwerke wie Hölle. Und das kann ich verstehen, weil das KW-Fahrwerk in dem Auto funktioniert bombastisch und macht das Auto erst richtig geil. Ansonsten fährt er aber wirklich ganz gut. Auch die Lenkung gefällt mir eigentlich sehr, aber das Auto ist ja gar nicht darauf ausgelegt, dass man wirklich selbst hier großartig am Lenkrad dreht, sondern früher oder später soll dieses Auto autonom fahren und in manchen Ländern oder in Amerika fahren ja schon die ersten rum, die das demonstrieren und die das können und wir haben hier den normalen Standard-Autopilot auch drin, um den zu aktivieren, ganz simpel, Hebel zweimal nach unten und er ist an. Das war's. Die Geschwindigkeit passt sich natürlich der Geschwindigkeit an, die man fahren darf. Ne? Wenn ich den jetzt geringer aktiviert hätte oder die Geschwindigkeit sich hier ändert, macht er das automatisch oder ich tippe einfach hier drauf und er übernimmt mir die Geschwindigkeit, die er mir hier anzeigt. Ne? Jetzt kommt zum Beispiel ein 50er-Schild, das erkennt er jetzt hier auch, ja, und bremst automatisch einfach 50. Er sagt mir natürlich zwischendurch mit diesem blauen Leuchten und auch hier unten, dass ich ab und zu mal am Lenkrad drehen muss, weil er natürlich wissen will, ob ich noch da bin. Aber was halt krass ist, selbst richtig steile Kurven und sowas, ne, fährt er. Wo jedes andere Auto sagen würde, bitte Lenkrad jetzt wieder übernehmen. Der fährt so richtig krasse enge Kurven auch. Aber der erkennt diese Schilder recht spät, ne? Ja, er erkennt sie halt in dem Moment, wo du auch wirklich dran vorbeifährst. Und du siehst halt auch alles andere. Ne? Du siehst die Pöller, du siehst entgegenkommende Autos, auch Ampeln und so werden dir angezeigt mit dem Ampellicht, was es gibt. Ne? Ich bin jetzt mal gespannt, was er hier macht. Ne? Er bremst jetzt wieder ab auf 50, weil er 50 war und jetzt kommt hier so eine Verkehrsinsel. Und da ist halt jedes andere Auto, ne? Ich habe da auch gar keine Bedenken, ne? Dass ich jetzt irgendwie eingreifen müsste. Jedes andere Auto wäre an der Stelle schon ausgestiegen. Ach krass, ja. Und der fährt das einfach. Und gerade jetzt auf der Autobahn, also wir fahren jetzt hier auf der Landstraße, ne? Auf der Autobahn funktioniert das halt noch viel besser. Das ist halt echt Wahnsinn. Er hat auch jetzt die Leute erkannt. Ja, die werden dann auch angezeigt. Was wirklich cool ist. Alles sind Männer, hast du gesehen. Genau. Alles sind Männer. Aber er zeigt dir bei den Autos auch verschiedene an. Ne? Also SUVs werden schon als SUVs dargestellt. Kleinere okay. Autos dann so ein bisschen flacher. LKWs erkennt er. Er erkennt, wenn ein Auto einen Hänger dran hat zum Beispiel. Motorräder, Fahrradfahrer erkennt er auch. Also das differenziert er auch zwischen Motorräder und Fahrradfahrer. Das ist schon wirklich ganz cool. Und wenn du nur einmal runterdrückst, hast du einen normalen Tempomat an. Okay. Also zweimal drücken Autopilot, einmal drücken normaler Tempomat mit Abstandswarnung. Aha. Also mit Abstandshalter. Ne? Er hält den Abstand. Und genau, über die rechte Taste hier kannst du dann den Abstand verstellen. Und du kannst, wenn du das rechte Daumenrad nach oben, nach unten scrollst, kannst du quasi auch die Geschwindigkeit anpassen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei 50 den Tempomat reinmache und scroll jetzt hier nach unten. Ne, dann in einer Schritten dann. Genau. Entweder in einer Schritten oder wenn ich so einen Dings mache, so einen ganzen Wisch. Also so mache ich 5er Schritte. Ne? Oder wenn ich halt langsam scrolle, mache ich halt diese einer Schritte. Da muss ich auch wirklich sagen, was den Autopilot angeht, ist Tesla absolut und das mit weitem Abstand vor allen anderen Autoherstellern. Ich kenne kein Auto, was das so gut kann. Keins. Kennst du eins? Fällt mir jetzt auch keiner ein. Kommen wir zum Thema Laden. Das ist natürlich auch eine wichtige Sache bei einem Elektroauto und generell bei Tesla. Denn da hat Tesla meiner Meinung nach auch einen deutlichen Vorsprung gegenüber allen anderen Autoherstellern. Zum Beispiel, was cool ist, wenn ich jetzt mir hier auf der Karte die Tesla Supercharger anzeigen lasse, ne? Und sage jetzt, ich möchte zu diesem Tesla Supercharger hier in Kaiserslautern hinfahren, starte die Navigation dahin,
Ne? Dann kommt gleich eine sehr coole Meldung. Und zwar hier oben. Batterie wird zum Schnellladen vorkonditioniert. Das heißt, das Auto weiß, wir haben einen Supercharger angegeben als Ziel. Die Batterie wird dann quasi über die Wasserpumpe und den Wasserkreislauf so vorerhitzt, dass wenn du einsteckst, direkt mit dem Schnellladen beginnen kannst. Das ist geil. Und das kenne ich auch kein anderes Auto, was das macht. Das die meisten dümpeln dann erstmal so bei 40, 50, 60 kW rum, ne, bis sie dann mal irgendwann Gas geben, wenn der Akku warm genug ist. Ne. Das würde er auch machen, wenn du es jetzt nicht im Navigationsziel eingeben würdest, sondern würdest einfach so hinfahren. Ne, dann würde es auch erstmal langsam gehen, bis er Gas gibt. Aber wenn du es halt eingibst, und das ist halt auch ein Tipp, was mir der Kollege vom Autohaus Müller gegeben hat, ey, wenn du einen Tesla Supercharger anfahren willst, wähl ihn auch aus im Navi, denn dann konditioniert er die Batterie vor und du kannst viel schneller laden. Und die schnellste Ladezeit hast du halt wirklich zwischen 0 und 30%. Da lädt er auch wirklich mit vollen 250 kW. Das ist das, was er maximal kann. Ne? Okay. 250 kW. Und das dauert halt wirklich nur ein paar Minuten zwischen 0 und 30%. Deswegen macht es halt auch Sinn, dass man den wirklich immer so weit es geht runterfährt. Also zwischen 50 und 80% mal schnell laden ist nicht so geil, wie wenn du das wirklich von 0 machst. Und ich sag mal, wenn du jetzt mit 5% an einen Supercharger ranfährst und lädst ihn halt voll auf 80 oder 70, 80%, stehst du halt maximal 20 Minuten da. Und das ist halt schon extrem geil. Und wenn ich jetzt mit dem Auto zu einem anderen Charger hinfahre, zum Beispiel zu einer NBW-Ladesäule oder so, geht es halt nicht ganz so schnell, weil da halt erstmal den Akku warm werden muss. Das ist halt der Unterschied. Aber das Geile ist, auch Tesla macht ja jetzt bald seine Ladesäulen auch auf für alle möglichen Fabrikate. Ich glaube, ab nächstem Jahr in Holland geht es schon teilweise. Okay. Aber ab nächstem Jahr auch in Deutschland kannst du dann über die Tesla-App auch einen Supercharger ganz normal aktivieren und kannst dann quasi dein Auto laden. Was halt auch geil ist, du hast kein Gefummel mit irgendwelchen Apps oder Ladekarten oder sonst was. Das ist quasi im Auto gespeichert. Deine Daten sind im Auto hinterlegt. Du fährst nur einen Supercharger und steckst nur rein. Du musst sonst nichts machen. Du steckst rein, der kommuniziert im Auto und fängt direkt an zu laden. Und was es dann kostet oder was es gekostet hat, steht dann quasi entweder auf deiner Abrechnung oder hier unten rechts siehst du quasi deinen letzten Supercharger-Ladevorgang. 4,03 Euro. Wird dann geladen und wird dann da angezeigt. Oder halt in der App, in der Historie, sieht man halt auch mal alles. Ne? Was kostet da das Kilowatt? Ich glaube 42 Cent. Du lädst von 0 bis 80% in wie lange? Ja, 20 Minuten. Im allerbesten Fall, vielleicht klappt das. Ja, ich glaube eher nicht. Aber ich würde halt keinem empfehlen, länger wie 20 Minuten zu stehen. Das macht nämlich keinen Sinn. Okay. Also wirklich diese ersten Prozent, die gehen wirklich am allerschnellsten. Also fahrt den Akku, soweit es geht, runter. Stellt euch maximal 20 Minuten an Supercharger und fahrt dann weiter. Wie viel Prozent ihr dann habt, liegt immer so ein bisschen drauf an. Vielleicht hat er 65, vielleicht hat er 70, vielleicht hat er 75, vielleicht auch 80. 80 ist, wie gesagt, eher unwahrscheinlich, dass er das in 20 Minuten schafft. Da braucht er wahrscheinlich eher 30 Minuten, 35 Minuten für. Aber ich würde nicht länger wie 20 Minuten laden. Dann fahrt lieber weiter und fahrt wieder leer und geht am nächsten Supercharger nochmal 20 Minuten rein. Dann macht ihr mehr Reichweite gut, wie wenn ihr jetzt an einem 30, 35, 40 Minuten stehen würdet. Okay, ja gut, das hört sich ja doch schon mal ganz gut an. Und nutzbar sind dann 82 Kilowattstunden? Genau, nutzbar sind in der Long Range und in der Performance-Variante eine Akkugröße von 82 Kilowattstunden. In der Standard-Range-Variante sind es nur 60 Kilowattstunden. Die verbraucht aber natürlich auch weniger, weil nur ein Motor und ein gutes Stück leichter. Ja, leicht ist er trotzdem, finde ich. Er ist unter 2 Tonnen schwer, das ist total krass. Ja, obwohl er genauso lang ist wie ein 3er-BMW. Ja. Und das ist eigentlich echt ganz gut. Man hat auch wirklich gut Platz. Ne? Sowohl hier vorne sitzt man echt bequem, als auch hinten mit erwachsenen Menschen hinten auf der Rückbank geht auch vollkommen klar. Auch kofferraumvolumenmäßig hinten und vorne, ne, ist man echt gut ausgestattet für eine weitere Reise. Und natürlich auch mit der Reichweite ist man gut ausgestattet für eine weitere Reise. Wir haben es schon vorhin angekündigt, er soll 610 Kilometer laut WLTP schaffen. Ist natürlich unrealistisch, schafft er natürlich jetzt nicht. Aber wir haben Winter, es ist nicht wärmer wie 4 Grad draußen und er zeigt uns geschätzte Reichweite 405 Kilometer an. Und das schafft er auch. Ja. Das schafft er wirklich. Und wenn du im Sommer unterwegs bist oder dich wirklich zügelst beim Fahren, angenommen Tempomat 100, 110, schafft er auch 450, 480 Kilometer. Ja? Es gibt auch Leute, die haben schon 500 Kilometer mit einer Ladung geschafft, aber die fahren dann natürlich extrem langsam. Wenn du mit 80 hinter einem LKW herfährst, schafft er safe auch 500 Kilometer, aber so fährt natürlich keiner im Alltag. Aber trotzdem ist die Reichweite meiner Meinung nach sehr beeindruckend. Ja, da muss man sagen, auch der Verbrauch ist halt wirklich echt krass. Wenn ich jetzt überlege, 18,8, das Auto, was wir gleich als nächstes testen, das hat das nicht geschafft. Und der Standard-Range verbraucht ja nochmal deutlich weniger. Also die Autos mit 2 Motoren sind im Verbrauch natürlich ein bisschen höher, wie der Long-Range und der Performance. Der Long-Range ist angegeben, ich glaube, mit 16,1 Kilowattstunden. Und ich glaube, das kann man auch schaffen. Und der Standard-Range ist angegeben mit 14 Kilowattstunden. Und das ist halt echt Wahnsinn.
Das ist schon ein guter Wert. Und dann kommst du natürlich auch mit einer etwas kleineren Batterie, wie der Standard Range hat mit 60 Kilowattstunden, kommst du auch relativ weit. So, Patrick hat jetzt einen Konfigurator auf, weil wir wollen uns natürlich jetzt noch mal ganz kurz hier über den Preis unterhalten. Das Standard Range geht los bei 42.990 Euro. Das Long Range geht los bei 51.590, also, ne? 9.000 Euro mehr. 51.990. Ja. Also 9.000 Euro mehr. Ja. Genau. Man hat dadurch den größeren Akku und den zweiten Motor. Ja. Dann kannst du ausstatten Farben. Die weiße Farbe ist inklusive. Schwarz, Grau, Blau kostet 1.200 Euro Aufpreis. Und Rot 2.200. Und Rot 2.200 Euro Aufpreis, genau. In unserem Fall haben wir jetzt das Graue, also 1.200 Euro mehr. Und dann kannst du ausstatten die Felgen. Es gibt einmal die 18 Zoll Aero-Felge, die nochmal Reichweite dazu bringt, ja, die er jetzt auch hier in unserem Fall hat. Die ist auch standardmäßig dabei. Und es gibt aufpreispflichtig für 1.700 Euro dann die 19 Zoll Felge, die geiler aussieht. Aber man verliert natürlich wegen der Aerodynamik ein bisschen was an Reichweite. Wir haben jetzt hier die 18 Zoll Felge, also die Standardfelge. Des Weiteren können wir noch ausstatten die Innenraumfarbe. Ja, es gibt einmal den schwarzen Innenraum, der dann diese Holzleiste vorne hat, der standardmäßig drin ist, noch nichts kostet. Und halt der weiße Innenraum, den wir jetzt hier haben, den ich persönlich ganz schick finde. Dir gefällt der Netz? Ja, ne? Ich finde es zwar schick, aber ich denke, dass wenn du da mal ein bisschen mit Jeans unterwegs bist. Du kannst das echt gut abwischen. Ja? Ja, also Jonah hat den ja auch, der hat gesagt, das ist gar kein Stress. Okay, ich kann es echt gut abwischen. Ich persönlich würde mich aber auch für den schwarzen entscheiden, würde dann die Leisten in Carbon machen vielleicht. Ja. Weil das sieht, glaube ich, ganz geil aus damit. Ja. Ne? Also wir haben den weißen, der kostet halt auch nochmal auf Preis. Und dann sind wir jetzt bei einem Preis von 55.370 Euro. Und da gehen halt nochmal 6.000 Euro Förderung ab. Ne? Die ja. 3.000 Förderung vom Hersteller sind bei dem Preis jetzt schon abgezogen. Richtig. Aber die 6.000 Euro vom Start, die kriegt man quasi nochmal zurück. Und was wir jetzt halt noch ausstatten können, ist einmal diese 3.500 Euro Enhanced Autopilot. Ja. Dann hat er so Sachen wie zum Beispiel den Spurwechselassistent und sowas mit drin. Ne? Herbeirufen und so. Genau, herbeirufen. Das hat das Auto jetzt nicht. Aber du kannst es jederzeit in der App nachbestellen. Und dann gibt es für 7.000 Euro extra nochmal die Vorkonfiguration fürs vollautonome Fahren, was in Deutschland noch gar nichts bringt. Ne? Aber wenn es dann kommt, kannst du es einfach kaufen. Und das ist ja das Geile. Du hast halt wirklich die nächsten Jahre das modernste Auto, weil du die Updates, auch die übers Display, ja, er hat ja diese Over-Air-Updates, ne, wo er halt wirklich teilweise auch mal Reichweite und Leistung einfach ins Auto reinprogrammiert wird über ein Update. Das kommt einfach dazu. Ne? Und wenn dieses Autopilotfahren freigeschaltet wird in Deutschland, dann kaufst du das einfach und dann hat dein Auto das von einem auf den anderen Tag, ohne dass du ein neues Auto kaufen musst. Das ist schon krass. Und das finde ich halt echt geil. Und da merkt man halt auch wieder, dass Tesla halt aus dieser Software-Schiene kommt und die gehen halt anders an das ganze Thema an. Nicht wie ein normaler Autobauer das macht, sondern quasi über diese Software-Schiene. Und das finde ich schon echt cool. Gibt es Sachen, die dich stören? Ja. Qualitätsmängel im Innenraum sind doch schon da. Ich hatte in dem Video mit Jonah gesagt, dass mich nichts gestört hat im Innenraum, was auch stimmt, wenn du das Auto nur normal bedienst und nur die Sachen anfasst, die du quasi zum Fahren brauchst. Aber wenn du einen genaueren Blick drauf wirfst, ne, guck dir mal zum Beispiel hier die Säule an, ne, beim Übergang da hinten zu der Rückbank. Ja, ne? Ja. Da siehst du halt spaltmaßmäßig und so, sitzen wir halt in einem Auto oder in einem Auto von einem Hersteller, die darauf nicht so viel Wert legen. Und wenn man sich das dann genauer anguckt, ich würde sagen, mich stört es wirklich nicht, weil für den Preis ist es okay, weil er technisch halt wirklich so auf der Höhe ist, dass das andere mir egal ist. Aber das sind die Punkte, wo ich sage, wenn ich was Negatives sagen müsste, wäre das das, was ich sage. So, Lenkrad, wenn ich das hier alles anfasse, das passt alles. Ne? Aber jetzt zum Beispiel hier hinten, das sieht ein bisschen komisch aus. Was ich auch gemerkt habe, ist, wenn man in den Sitz so ein bisschen weiter reindrückt sich, dann knarzt der. Mhm. Weißt du das? Ah, ja. Das liegt aber, man weiß aber halt auch nicht, wie mit dem Auto umgegangen wurde. Das Auto ist quasi im Verleih bei dem Autohaus. Da fahren viele verschiedene Leute mit, ne? Und man weiß natürlich nie, wer wie mit so einem Auto umgeht, wie dann sowas entstehen kann. Bei Jonah war das nicht so, dass das geknarzt hat. Wie viele Kilometer hat er denn jetzt? Der hat jetzt 18.000 Kilometer. Ah, okay, krass. Ja, also hat schon ein bisschen was auf dem Buckel. Ja. Ja, so an sich, ich finde halt nur, was mich stört, dass es ein bisschen karg ist. Bisschen was, aber das ist, schon gefallen. Das ist ja die Philosophie. Ja, also ich mag das wirklich ganz gerne. Ja. So, und wenn du dir jetzt mal überlegst, so ein Standard-Range, ne? Du musst ja nichts ausstatten. Es ist ja alles drin. Und dann kriegst du noch 6.000 Euro zurück vom Start. Dann bist du bei so einem Auto Standard-Range mit ja auch 490 Kilometer Reichweite laut BLTP und echten 380, 400, die ihr dann schafft, ne? Bist du bei so einem Auto bei 35, 36, 37.000 Euro. Ja, das und, ist schon und du kannst das. Weißt du?
und hast hier Netflix, YouTube, alles drum und dran, mega geiles Kartenmaterial, alles für ein Elektroauto. Was hast du denn vor 4 Jahren noch für so ein Elektroauto bezahlt, was 400 Kilometer Reichweite hatte? Da warst du nicht unter 100.000 Euro. Das gab's nicht. Aber das gab's nicht. Und wenn ich das alles bedenke, ist es für mich ein mega gutes Auto. Und nur empfehlenswert und auch kein Wunder, dass es aktuell so krass verkauft wird, meiner Meinung nach. Dein Fazit? Ja, also ich muss sagen, er überrascht mich doch schon sehr. Also ja, ne? Hab mich ja lang an dem Design gewehrt und auch am Design mich ein bisschen gestört. Das lag aber auch damals, glaube ich, am Pariser Autosalon. Aber guck mal, wie geil du vorne, du siehst ja komplett auf die Straße. Ja. Das liegt einfach daran, dass da vorne kein Motor drin ist. Du musst die Motorhaube ja nicht, eine gewisse Höhe braucht die ja nicht. Ne? Du musst die ja nicht hochbauen, du kannst sie einfach tief bauen. Ja. Ne? Und dadurch entsteht auch diese eigenartige Seitenlinie, dass der vorne so tief ist und hinten so hoch. Hinten ist er hoch, damit du Platz im Kofferraum hast und auf der Rückbank zum Sitzen. Und vorne ist er halt tief, damit du halt mega gut, du siehst ja mega gut nach vorne. Und das ist natürlich ein Vorteil. Das macht natürlich optisch für manche Augen, macht das natürlich optisch jetzt irgendwie einen komischen Eindruck. Aber wenn du die Praktikabilität dahinter siehst, ist das geil. Was ich aber sagen muss, ich finde den Kofferraum schlecht zu beladen. Gut, du hast ja halt die Klappe unten noch, ne? Da kannst du echt viel reinmachen, aber ansonsten ist halt tief, jetzt nicht so hoch. Ne? Ja, die Klappe, die Kofferraumklappe, die stört mich, finde ich. Okay, ja. Ich bin eben beim Einladen vom Kamera-Equipment 2-mal mit dem Kopf dran geknallt. Okay. Also, ja, aber das ist nur auch eine Gewöhnungssache. Ja. Ich finde es interessant, ich finde auch cool, dass es so verschiedene Variationen gibt von den Motoren her, dass du sagen kannst, ich brauche richtig Leistung oder ich brauche nur Long Range oder Short. Das ist wirklich echt richtig geil gelöst. Und ich finde es auch cool, dass sie den Y auf der ähnlichen Größe basieren lassen und einfach hochgebaut haben. Ja, ja. Noch ein kurzer Fun-Fact am Ende des Videos, weil viele das immer nicht wissen. Du weißt es wahrscheinlich. Die Modellbezeichnungen von Tesla ergeben ja das Wort sexy. Und das Model 3 sollte ursprünglich auch eigentlich Model E heißen, nicht Model 3. Und wurde halt aufgrund dessen, dass der Name für ein Auto nicht mehr verfügbar war, Model 3 genannt statt Model E, damit man halt trotzdem irgendwie dieses Wort noch hinbekommen kann. Aber da sieht man halt, was für Leute hinter diesem Konzept stecken. Ne? Das ist halt einfach eine andere Herangehensweise. Ne? Und das finde ich cool. Das gefällt mir. Ja, das war unser Review vom Tesla Model 3. Endlich hat es geklappt. Ich freue mich echt, dass es geklappt hat. Vielleicht werdet ihr in Zukunft noch ein bisschen mehr Content zum Model 3 sehen. Mal gucken. Und danke nochmal ans Autohaus Müller fürs Ausleihen auf jeden Fall und vielen Dank fürs Zusehen. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr in Zukunft keines mehr unserer Videos verpassen wollt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.